Willkommen zu Trainingstag 12 von der 20 Tage Bikini Sommer Challenge. Schön, dass du immer noch dabei bist. Und heute zeige ich dir die 4 Übungen, die wir allerdings 35 Sekunden machen. Jede Übung hintereinander, ohne Pause, ist ein Trainingszirkel und danach direkt im Anschluss der nächste Trainingszirkel. So sieht's aus. Ich hoffe, die Ernährungschallenge macht in Anführungszeichen Spaß. Es ist bestimmt mit Sicherheit ein bisschen eine Überwindung, ein bisschen anstrengend, zehrt vielleicht sogar wirklich an deinen Nerven, aber halt durch, du wirst den Unterschied definitiv merken. Mach dafür einfach deine Hauptmahlzeit ein bisschen größer. Und wir starten direkt mit der ersten Übung von den 4 Übungen vom HIIT-Training. Die erste Übung wird es sein, die Liegestützposition einzunehmen. Für fortgeschrittene Anfänger bleiben auf den Knien und danach geht ihr zuerst rechts runter und rechts wieder hoch und danach links runter und links wieder hoch. Wichtig, dass ihr euren Po die ganze Zeit unten habt. Spannung im Bauch. Ausatmen, wenn ihr hochdrückt. Einatmen, wenn ihr runterdrückt, runtergeht. Und wichtig auf jeden Fall, wenn ihr runtergeht, schaut, dass euer Ellenbogen unter dem Schultergelenk abgestellt wird. Ja? Nicht hier vorne und auch nicht die Hände nachher da vorne hinstellen. Damit macht ihr es euch nochmal viel, viel einfacher. Sondern wirklich unter den Schultern eure Handgelenke hinstellen. So, dann kommen wir zur zweiten Übung. Auf den Rücken drehen, Füße 90 Grad Winkel am Kniegelenk bzw. Bein, 90 Grad Winkel am Kniegelenk, Ellbogen nach rechts und links und dann gehen wir ganz normal nach oben, ausatmen beim Hochdrücken, einatmen beim Runtergehen, also ganz normale Crunches und wir unterscheiden hier bei der Übung jetzt auch nicht zwischen Anfänger oder Fortgeschrittener, aber die Fortgeschrittenen können natürlich immer beim Crunch ein bisschen mehr nach oben gehen und das solltet ihr als Anfänger auch probieren. Immer ein bisschen mehr nach oben ziehen, ja, richtig reinziehen, als ihr eigentlich freiwillig nach oben gehen würdet. So, dann kommen wir zur dritten Übung. Und zwar ist es der Bergsteiger, den haben wir jetzt schon einige Male gemacht. Anfänger machen es einfach in einem gemächlicheren Tempo, aber schauen wirklich, dass sie trotzdem an ihre Grenzen gehen und Fortgeschrittene machen die Übung einfach noch schneller. So, und dann kommt die letzte Übung. Dazu legen wir uns auf den Rücken, Entschuldigung, auf den Bauch. Und die Daumen sind nach oben gedreht, Arme nach rechts und links gehalten und dann paddeln wir mit unseren Füßen. Füße und Beine so weit nach oben und vom Boden weggestreckt oder hochgehoben, wie es geht. Po anspannen, hier Schulter nach hinten, unten drücken. Und dann halten wir so circa 5 bis 6 Sekunden, lassen einmal komplett locker und gehen direkt wieder hoch. Das ist jetzt die schwierigere Variante und Anfänger können gerne ein paar Sekunden weniger oben bleiben und gestreckt. Und wichtig, wenn ihr in der untersten Position seid und liegt, habt dann euren Bauch angespannt und wenn ihr hochgeht, Bauch immer noch angespannt halten. Hilft euch, nicht zu sehr ins Hohlkreuz zu gehen. Was sich bei der Übung jetzt nicht so sehr vermeiden lässt, das wird automatisch stattfinden, minimal, aber in einem gesunden Rahmen, wenn euer Bauch angespannt ist, ist es nicht so schlimm. Vor allem, wenn ihr noch euren Po angespannt habt und die Hüfte in den Boden reingedrückt habt. Wichtig, Blick immer auf den Boden. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei den Übungen. Und wenn ihr jetzt zusammen mit mir das komplette Workout durchtrainieren möchtet, dann klickt unten aufs Home oder Gym Programm und während der Challenge gibt es noch mit der Challenge 40, mit dem Challenge 40 Rabattcode 40% Rabatt auf beide Programme. Also, was kann euch Besseres passieren, als jetzt direkt loszulegen und bei der Challenge mitzumachen und alle Workouts knallhart durchzutrainieren, eine neue Routine aufzubauen, sich besser zu fühlen, sich fitter zu fühlen. Also, los geht's! Bis morgen!